Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute ein tolles Video, ein Video mit der lieben Katja. Ihren Kanal verlinke ich euch natürlich hier unten. Ich habe die Liebe hier über YouTube kennengelernt. Sie vloggt, also ein bisschen was anderes wie ich. Ist schon ein bisschen Make-up interessiert, aber es ist einfach so Family-Content. Falls euch das interessiert, schaut doch sehr, sehr gerne bei ihr vorbei. Ich war vorher bei der Post und habe dieses Paket abgeholt. So schaut's aus. Ich habe mal ein bisschen gekämpft, bis ich das aufbekommen habe. Sie hat sehr gut zugeklebt. Und ja, jetzt ist es aber endlich offen. Sie wird zeitgleich mein Tauschpaket, was ich hier geschickt habe, online stellen. Ja, genau, so haben wir das ausgemacht. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch bitte dran. Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich einmal rein. Wir haben das Tauschpaket schon so lange ausgemacht, aber wir haben beide zusammengesucht. Sie hat auch Kinder und ja, natürlich, das dauert dann alles ein bisschen. Aber ich freue mich jetzt sehr, dass das zustande gekommen ist und ich mag sie so, so gerne. Und sie ist so, so, so eine Liebe und freut mich total. Und da wir eben keinen Rossmann haben, habe ich mir gedacht, wir machen ein Tauschpaket und ich habe ihr halt Sachen auch von Pippa und so weiter geschickt, von Österreich und sie von Rossmann. Und jetzt bin ich schon so gespannt, was hier drinnen ist. Ich mache mal die Box auf. So, und ich zeige das jetzt gleich einmal. Das ist der Blick in die Box. Da fällt mir gleich einmal dieses Neonkärtchen auf. Und zwar, das ist ja mega cool. Oh mein Gott, das ist so cool. Und es sind auch noch so Äuglein, müsste ich hier, Pop-Up-Äuglein sind drauf. Ja, sie freut sich auch so sehr, dass wir endlich das Paket machen und sie hat mir ganz viele, oder sie hat mir Ampullen und Augenpads reingemacht, weil sie weiß, dass ich die liebe und das stimmt. Ich habe schon so vorgeschwärmt. Sie weiß, also wir sind uns in einigen Sachen so ähnlich, also wir könnten eigentlich Schwestern sein. Das ist teilweise richtig krass und wir haben auch so fast täglich Kontakt und ja, wir haben uns echt, echt gut zusammengefunden und ich freue mich riesig. So, jetzt legen wir aber gleich einmal los. Also, ich habe gerade einen Snack zu mir genommen, aber sie hat mir sogar was eingepackt und das finde ich mega cool. Da wird sich auch mein Sohn sicher voll freuen. Waffeln Schokogeschmack. Knusprig zarte Waffeln mit einer Cremefüllung mit Schokogeschmack 70%. Ja, cool, ne? Werden wir auf alle Fälle testen und essen. Dankeschön. Und, oh, die schauen ja cool aus. Weiß gar nicht, ob es die bei uns gibt. Hamkas Mini Original. Da hat sie mir sogar drei Stück reingepackt. Was ist das eigentlich? Ist das so wie was wie Chips wahrscheinlich? Ah, vielleicht hat sie das, sie war mal, ich weiß nicht genau wo, aber sie hatte so viele Snacks und Süßigkeiten gekauft. Vielleicht hat sie das da auch mitgenommen. Oh mein Gott, ich sehe schon urviele Ampullen und so Pflegekapseln. Oh, das ist so, so lieb von ihr. Also das sind unterschiedliche. Okay. Aber schaut mal, das sind 4, 5, 6 Packungen, 6 unterschiedliche. Oh mein Gott, cool. Also einmal die Pflegekapseln Perfect Turn. Hautverschönend, Arganöl und Ingwer Extrakt. Jeder Hauttyp. Und sowas gibt es auch von Balea. Das habe ich sehr, sehr gerne am Abend eigentlich verwendet. Das soll einen gleichmäßigeren Hautton fördern. Vitamin E vor radikal fangenden Eigenschaften unterstützt den Schutz der Haut vor vorzeitiger, umweltbedingter Hautalterung und vor UV-bedingten Umwelteinflüssen. Das ist super.
Da steht zwar zweimal, aber ich glaube, ich würde das nur einmal, weil in der Früh mache ich eh meine Ampulle. Dann hat sie mir noch Vitamin C, das würde ich generell, Vitamin C mache ich generell immer am Abend. Antioxidativ und regenerierend, ebenmäßiger Tag, Maracuja-Öl und Vitamin C. Sehr cool. Und dann habe ich noch Anti-Age, Erhöhung der Hautfestigkeit, glättend und straffend, Macadamiaöl und Vitamin E, reife Haut. Ich glaube, ich habe auch schon reife Haut. Ja, ich werde heuer 40, natürlich habe ich reife Haut. Genau, cool. Und dann noch Q10. Von Q10, von den Isana, von diesen Pads hatte ich auch schon mal was. Die waren richtig gut. Faltentiefenreduktion bei 85% der Testerinnen. Intensiv straffend, Anti-Age-Protect-Komplex für anspruchsvolle Haut. Und die sind auch so golden. Mega, mega cool. Und dann hat sie mir noch blaue. Hydrosinti, regenerieren Ginkgo und Vitamin E, feuchtigkeitsarme Haut. Erhöhung der Hautfeuchtigkeit bei 100% der Testerinnen. Cool. Und dann haben wir noch eine für die Nacht. Reduzierung der Faltentiefe, regenerierend und festigend, Wildrosenöl und Retinol. Ja, Retinol ist auch ein super Inhaltsstoff. Mega cool. Freue ich mich sehr. So, dann hat sie mir noch so einen riesen Bottich reingepackt von Isana. Ceramide Creme Peeling mit Ceramiden und Panthenol für ein weiches und gepflegtes Hautgefühl. Mild zum Hautmikrobiom. Cool. Das ist so ein richtig krasser Titel. Naja, dann riecht man nichts. Aber ein Creme Peeling hatte ich, glaube ich, auch noch nicht so. Also mehr mit größeren Körnchen meistens. Aber mal schauen, wie das ist. Und das ist halt ein riesen Deckel, ne? 200 Gramm, da komme ich länger aus. Und das mache ich eigentlich immer so ein bis zweimal die Woche unter der Dusche. Also wie gesagt, das kann ich super gebrauchen. Oh, cool. Einen Liquid Eyeshadow von River Loves Me hat sie mir mitgenommen. Der ist Duochrom, würde ich sagen. Ist der Duochrom? Ich glaube schon. Der ist auf alle Fälle sehr schön. Das schimmert so ein bisschen von Blau. Ja, aber das ist eher nur Blau. Naturchrom ist er nicht, aber er schaut hier fast so ein bisschen. Oh ja, blau-lila sollte der sein. Blau-lila sollte der sein. Aber irgendwie kann man es gar nicht so gut erkennen. Aber der ist schön. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Dann hat sie mir noch von Isana Lippenpflege Aloha Hawaii mit einem Hauch Farbe mit Hibiskusextrakt. Das hört sich auch cool an. Eine Limited Edition. Genau. Cool. Dann hat sie mir ganz, ganz viele Augenpads hier reingepackt. OMG. Hier auf der Seite noch. Okay, das ist eine Maske, aber das sind noch welche, noch welche, noch welche. Was ist hier? Okay, sie hat das so ein bisschen gepolstert. Sie hat mir auch noch ein Zuckerölpeeling von Isana Bye Bye Hair. Ist das für die Haare? Vorbereitendes Zuckerölpeeling. Bereitet die Haut perfekt auf die anstehende Rasur vor. Aha, die Haut wird durch die Zuckerpartikel sanft gepeelt, ohne sie dabei auszutrocknen. Durch eine regelmäßige Anwendung kann der Einwachsen von Körperhaaren vorgebeugt werden. Ah, das ist, bevor man sich rasiert, soll man das machen. Soll man sich peelen und dann soll man sich rasieren. Hoffentlich brennt das dann nicht. Aber wenn man das davor macht, kann ich mir schon vorstellen, dass das gut ist. Cool. 180 Gramm, das ist auch wieder ein Riesenbottich. Finde ich mega cool. Habe ich nicht runterfallen. Jetzt habe ich schon zwei Peelings. Und sie hat mir einfach beim Haar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sie hat mir 9 Packungen von Augenpads reingepackt. Ah, sie ist so verrückt. Jetzt schaue ich einmal, sind das alles
Genau, sie hat mir ein paar gleiche. Die packe ich noch zusammen. Aber nicht viel. Genau, die meisten sind unterschiedlich. Genau. So, als erstes hat sie mir einmal die blauen Beauty Augenpads reingegeben. Das sind einfach mit Abstand die besten. Also ich finde, die sind wirklich so, so gut und mag ich sehr, sehr gerne. Die weiß ich gar nicht, ob ich die schon mal hatte. Die sind mit Pink Grapefruit, Hyaluron und Vitamin C. Die sind so pink. Auch cool. Lippenpad Mask Intensiv Kiss. Eine Lippenmaske mit Hyaluron und Rosenwasser. Die schaut ja mega cool aus. Die kann man vielleicht am Abend dann, wenn man, oder in der steht ja in der Badewanne, so 15 bis 20 Minuten. Genau, wo man nicht zu viel redet. Dann hat sie mir noch eine Lippenmaske, aber von Isana. Mit Hyaluron und Kirschblüten. Die schaut cool aus. Die habe ich noch nie gesehen. Auch 15 bis 20 Minuten. Und dann hat sie mir noch die Augenpads mit Koffein und Melonenextrakt. Die schaut auch sehr süß aus. Ja, die sind alle meistens so 15 bis 20 Minuten. Dann hat sie mir noch zweimal mit Vitamin C und Himbeerextrakt. Die schaut auch ähnlich aus. Aber nee, die sind mit Schmetterling. Oh, das ist ein Schmetterling. Das sehe ich jetzt erst. Die muss man so halten, ne? Dann ist ein Schmetterling. Spiegelt leider ein bisschen. Aber voll süß. Dankeschön. Und dann hat sie mir noch dreimal die Hydrogel-Augenpads Dreamy Sky mit Hyaluron und Wolkenblumenextrakt. Oh, das Silber, das blendet. Mega cool. Wie so kleine Wolken schauen die aus. Oh, die sind voll süß. Ach, danke, danke, danke. So, jetzt mache ich einmal weiter mit den kleinen Päckchen, was da so noch drinnen. Oh, sie hat mir noch eine. Also, es waren 10 Masken. Ich habe noch eine gefunden. So, ich mache mal das, was an der Seite ist. Sie hat das so ein bisschen ausgepolstert damit. Da sind noch diese goldenen von Judy. Die sind, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Die sind mit Ceramide, Hyaluron und Zauberstrauch. Da habe ich jetzt wieder echt tollen Nachschub. Dann hat sie mir noch eine Antifaltenmaske von Isana. Für mehr Elastizität, weniger wahrnehmbare Falten, Kollagen und Traubenkernöl. Dann eine, ich glaube, das ist eine Tuchmaske. Verwöhnmaske steht da noch drauf, aber ich glaube. Ja, seine Tuchmaske mit Hyaluron, Aloe Vera und Pfingstrosenextrakt. Die schaut auch sehr, sehr schön aus. Fällt mir auch gut. Zu dieser Reihe mit dem Peeling hat sie mir auch noch eine Tuchmaske reingepackt in Pink. Die schaut auch mega, mega cool aus. Von Isana die Sweet Peach. Mit Bio-Baby-Pfirsichextrakt und Pfirsichkernöl. Die schaut so aus. Also das sind immer zwei Anwendungen, diese kleineren. So, dann hat sie mir noch eine Peel-Off-Maske Pink Pearl. Porentiefe Reinigung, verfeinert und glättet das Hautbild. Perlen- und Pfirsichextrakt für normale und Mischhaut. Öko-Testzucker sehr gut. Werde ich verwenden. Verwende ich normalerweise eigentlich gar nicht mehr so Peel-Off-Masken, aber ich werde sie testen auf alle Fälle. Und die Isana pure Feuchtigkeit sofort Effekt Maske erhöht die Hautfeuchtigkeit glättend und aufpolstern, sechsfach Hyaluron und Aloe Vera. Genau. Und dann hat sie mir noch ein Badesalz, MeTime, Limited Edition, entspannendes Badesalz mit wärmendem Mandelduft mit Extrakt aus weißem Tee. Da ist aber keine Duftprobe drauf. Na, ich kann nichts riechen, aber wenn es wieder ein bisschen kühler ist, werde ich das sehr, sehr gerne verwenden. Oder wenn ich Rückenschmerzen oder so habe. Und dann hat sie mir noch Badeperlen. Love Without Limit mit einem süßen Duft zum Verlieben mit Macadamiaöl. Schauen wir mal, ob das geht. Ganz leicht riecht man es, ja. Das ist sehr süßlich. Vielen, vielen Dank. So, wo machen wir dann weiter? Ich nehme einfach das nächste Säckchen raus.
Und, achso, da ist noch eine Maske, die habe ich übersehen. Eine Avocado-Retinol-Maske. Limited Edition spendet Feuchtigkeit, unterstützt die Hautelastizität, Avocado und Granatapfel. Also die schaut ja mega cool aus. Und Retinol ist super. So, dass wahrscheinlich nichts ausläuft, hat sie das hier rein verpackt. Es ist von Justin. Oh, wie süß. Dankeschön. Hat sie von Isana Man so ein Duschgel Relax mit frischem Duft und Hanfextrakt. 3 in 1. Körper, Gesicht und Haar. Das ist auch cool. Weil er ist immer zu voll, dass er sich irgendwas extra nimmt. Und wenn das alles in einem ist, ist das cool. Ja. Finde ich cool. Wird er sicher sehr, sehr gerne verwenden. Und dieses gibt, also ich habe jetzt rausgefunden, dass es bei uns auch ein paar Isana Duschgels und so Pflegesachen gibt, aber das hat es nicht gegeben. Ich habe nämlich ein anderes. Oh, Center Shocks, das ist auch cool, ja. Da hat sie mir eine ganze Packung Center Shocks eingepackt und Milch-Cerealenriegel in weißer Schokolade. Ja, das hat er sicher auch sehr, sehr gerne. Da sind sogar 9 Stück drinnen. Hoppala, ich halte das verkehrt. Mega cool. Dankeschön, dass du an ihn auch gedacht hast. Das ist sehr, sehr lieb. Der sitzt gerade beim Papa, aber der wird sich freuen, wenn er wieder zurückkommt. So, ich nehme jetzt die nächste Verpackung. Das schaut auch nach Pflege aus. Lustig, da habe ich nämlich mal so einen Duschschaum gekriegt und jetzt habe ich den Bodyspray dazu. Zart schimmernder Glow. Oh. Das ist ja cool. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich glaube schon, ne? Also, das schimmert richtig schön. Und ich mag ja so gerne Bodysprays. Und für den Sommer ist das perfekt. Zaubert einen wundervollen goldenen Schimmer auf deine Haut und umhüllt dich mit seiner einzigartigen, süßfruchtigen Duft nach Pfirsichen. Die leichte Formulierung mit feuchtigkeitsspendendem Glycerin legt sich sanft auf deine Haut und verleiht ihr eine angenehme Frische. Und da ist die Marie drauf. Oh, von Aristocats ist die. Oh, das ist süß. So, dann haben wir noch. Das war knapp. Schaut mal, das hat sich so verdreht. Aber alles gut. Das habe ich mir letztes Mal sogar gekauft, aber ist nicht schlimm. Ah nee, ich hab's einer Freundin gekauft. Ich darf jetzt nicht den Namen sagen, weil sie schaut meine Videos. Aber jetzt habe ich es auch im Backup. Cool, finde ich mega. Dann ein Saunaaufguss. Aha. Ich denke, das kann man ins Bade. Also es ist ein Badezusatz mit Duft einfach. Harmonie, verwöhnend, aromatischer Duft. So, jetzt mache ich das mal auf. Das riecht irgendwie so orientalisch. Cool. Dann hat sie mir noch ein Körperöl, Dreamy, fruchtig blumiges Dufterlebnis. Das schaut auch schön aus. Ich glaube, das ist leicht ausgelaufen, aber nicht schlimm, weil ich habe es nur gemerkt, weil sich es hier so aufstellt. Mandelöl und Vitamin E ist da drinnen. Es zieht schnell ein und hinterlässt keinen störenden Fettfilm auf der Haut und ist für alle Hauttypen geeignet. Ah, cool, das habe ich schon. Das kommt bei mir. Oh ja, ich merke schon. Ja, gut, dass du es in der Sackerl gegeben hast. Hier ist ein bisschen Öl drauf. Das ist Granatapfelextrakt. Nein, das habe ich nicht. Es hat jetzt gerade so wie Wassermelone ausgeschaut, weil letztes Jahr haben sie die Limited Edition mit Wassermelone gehabt und das hat fast genauso gleich ausgeschaut. Aber das ist Granatapfelextrakt. Ich glaube, das riecht gut. Aber oft kann man das auch erst dann merken, wenn es wirklich dann auf der Haut ist.
Ja, das ist auch komplett ölig. Pflegedusche All in Lemon mit pflegenden Ölperlen. Das ist auch super. Ich habe bei Balea gibt es auch so ein Duschöl quasi oder eine Öldusche oder wie das heißt. Und das ist aber mit Zitrone. Das ist sicher sehr frisch und sowas nehme ich auch gerne zum Rasieren, dass ich mal keinen Rasierschaum kaufen muss. Oder wenn ich keinen mehr habe oder so, habe ich das letztes Mal auch gemacht. Ich gebe das da aber noch rein. Das muss ich dann ein bisschen putzen und vom Öl befreien. Aber wie gesagt, ist nichts passiert, weil es eh in einem Sackel war, ne? Aber mega coole Sachen auf alle Fälle. Dann liegt hier noch das ist das Neue, die Lactation Spring, die ist so begeistert von dem. Ich bin schon mal sehr gespannt. Das ist das von Rivaldi Loop, das Into the Jungle Magic Makeup Mousse. Das soll es so ähnlich sein wie das von dieses Mousse-Ding. Na? Von welcher Firma? Fällt mir jetzt gerade nicht ein, ne? Ich bin zu doof. Fällt mir nicht ein, aber ihr wisst es sicher. Dieses bekannte Make-up-Mousse einfach. Das habe ich auch gehabt. Dieses Magic Finish. Jetzt habe ich es. M. Asam. So, jetzt habe ich es. Soll so ein bisschen. Ah ja, und das habe ich mir gewünscht und ich freue mich so sehr, weil das werde ich euch. Nächstes Mal werden wir dann einige Sachen von da austesten. Dann werde ich noch ein Testvideo machen und mein Test in New Make-up und da werde ich das auch machen. Und da kann man einfach die Haare damit abschneiden. Ich weiß zwar nicht. Zwei Schablonen, okay. Okay, die kann man dann so einspannen quasi und dann kann man es abschneiden. Aber ich brauche noch die Schere dazu. Also zuerst soll man es kämmen, die passende Schablone aufklippen und dann soll man es verschließen. Dann sollen quasi die Haare rausschauen am unteren Ende und dann soll man es einfach nur abschneiden. Ja, ist eigentlich ganz, ganz leicht, ne? So, dann habe ich noch einen Nail Polish Remover ohne Aceton. Die Verpackung schaut ja so cool aus. Oh mein Gott. Urschön. Und ja, sowas kann ich immer brauchen. Ich habe eigentlich eh nur einen hier stehen. Und dann hätte ich eh keinen mehr. Also ist es eh mega cool. So, was hat sie mir noch eingepackt? Und zwar hat sie mir noch einen Color Splash Dip Eyeliner. Ich glaube, den habe ich schon, aber das macht nichts. Weil ich habe hier einen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe den von der lieben Birgit bekommen. Ich schaue gleich einmal. Lilac steht da oben. Und da steht nichts oben. Aber ich glaube, das ist das Gleiche. Genau. Aber ich kann es euch zeigen, weil ich möchte es nicht auspacken. So schaut das aus und habe ich auch schon verwendet. Aber man kann nicht alles, also ist eh super, dass sonst nichts ähnlich war und so weiter, finde ich super. Dann habe ich von River Loves Me ein Skin Optimizer Under Eye Concealer. Ja gut, ein Concealer gibt man immer unterm Auge auf, ne? Verschmilzt mit der Haut, deckt Augenringe und Haut unregelmäßigen gekonnt ab und sorgt für einen strahlenden Look. Ja, finde ich cool. Habe ich mir eigentlich eh schon urlang keinen Concealer mehr gekauft. Aber ich habe noch einige im Backup, aber werde ich sehr gerne austesten. Und die River Loves Me Volume Wonder Volume Mascara. Die mache ich jetzt nicht auf, weil ich habe noch so viele offen und ich möchte jetzt erst meine anderen aufbrauchen. Dann irgendwann kommt das dann auch einfach in ein New Testing Make-up. Testing New Make-up. So. Oha! Ganz unten hat sie es versteckt, weil sie mag das gar nicht, aber ich liebe es. Und sie hat mir einfach Schokobananen eingepackt. Oh, Dankeschön. Und ich habe mir heute noch so gedacht, nee, ich brauche eh keine Schokobananen kaufen und so, weil wir haben morgen Feiertag, wenn ich das hier da jetzt drehe. Und jetzt sind einfach Schokobananen, die kommen dann sofort in den Kühlschrank, weil die müssen bei mir immer gekühlt sein. So, jetzt habe ich noch zwei kleine Luftpolstersäckchen und ich sehe schon, sie hat mir da Make-up reingepackt. Ich liebe Make-up. Jeder, der was mich verfolgt, weiß das.
Oh, der ist aber schön. Was ist das? Multi-Use Highlighteröl, Face, Body and Hair. Oh, das schaut ja mega cool und glitzerig aus. Ja, ich gehe mal das ins Gesicht natürlich auch, ne? Also, ich schaue es mal noch gar nichts. Und das ist mit so einer Pimpette. Pimpette vor allem. Pipette. Und da kann man da so drauf drücken. Und das finde ich voll schön. Und sie hat mir die Into the Jungle Eyeshadow Palette eingepackt. Jetzt weiß ich nicht, wo meine kleine Schere ist. Oder? Oh doch, sie liegt hier. Ich dachte schon, ich habe sie hier verschmissen. In einem Chaos jetzt beim Auspacken. Okay, und das sind lauter matte Töne, werde ich aber sehr, sehr gerne verwenden. Ich habe noch eine andere von einem anderen Tosh-Paket und vielleicht löst die ja die andere ab, weil die ist auch größer. Ich habe sie eh hier, weil ich bin ja gerade am Lidschatten-Paletten-Durchtesten. Und das war diese hier, die ist eigentlich auch nicht so schlecht. Das war die Kisses and Confetti. Aber vielleicht ist diese hier besser, weil ich bin ja hart am Aussortieren aktuell. Genau. So, und genau, und jetzt haben wir schon das letzte Sackerl. Sie hat's bekommen. Ich sterbe. Ich sterbe. Sie hat's wirklich bekommen. Oh Gott. Erstens einmal hat sie mir einen Neon-Nagellack reingepackt, den was ich noch nicht habe. Das ist Neon Explosion. Richtig geil. Und ich habe hier auch von River Last Me so Topper, so Glitzer-Topper. Das schaut so gut aus. Und ich habe den auch schon in Orange und der hält richtig gut. Also für meine Verhältnisse. Zumindest 2 Tage oder so. Und finde ich toll. Dankeschön. Und was ist das? Das ist ein Serum Kick Drops. Pflegeboost angereichert mit Hanfextrakt und Bierkoko verwöhnen sie feuchtigkeitsarme Haut. Ja, ist einfach ein Serum. So ein kleines Serum. Für den gesteigerten Effekt einen Tropfen in die Tages- oder Nachtcreme geben. Ja, das ist auch super, weil das ist ja nicht viel drin, ne? Das hat mir dann gleich durchgerockt, 9 Milliliter. Normalerweise haben. So, und jetzt kommt. Geht's zu den letzten Teilen. Und zwar hat sie mir da einen Lip Liner mitgenommen, einen Mo in der Farbe 13 Mauve Mood. Das ist so ein schöner Rosenholz-Mauve-Ton einfach. Aber wie gesagt, testen tun wir das noch in einem separaten Video. Deswegen teste ich das nicht. Und über das freue ich mich so, so sehr. Denn ich habe zu ihr gesagt, findest du das? Schau mal, ob du das findest. Das ist das beste Lippenöl, das ich je gehabt habe. Es ist noch nichts an dieses Lippenöl rangekommen. Es ist erstens einmal sowas von schön, reichhaltig und oh, so angenehm. Und dann hat sie noch eins gefunden. Oh, das ist so cool. Ich weiß gar nicht, da ist irgendein Steine oder was soll denn das sein? Crystal Lip Oil. Mit Kristallen ist das Vitamin E, Jojobaöl und Mandelöl. Und das hier war Vitaminen und Jojobaöl. Und da steht noch glänzend, okay, beides glänzendes Finish. Da sind jeweils 5,5 Milliliter drinnen. Oh Gott, ich habe zwei. Yay, ich habe wieder zwei. Ah, oh, schön, ja. Also, da, wie gesagt, das liebe ich ja. Heiß und innig und da freue ich mich sehr, wirklich sehr. Sowas mag ich, weil Lippenöl trage ich täglich zweimal auf, also einmal in der Früh und einmal am Abend und ja, mag ich wirklich sehr, sehr gerne und die mag ich richtig gerne. Also ich glaube, das zweite wird eh fast gleich sein. Ja, jetzt ist mein Tauschpaket ist jetzt ausgepackt. Ich freue mich. Danke, 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 meine Liebe, für dieses tolle Tauschpaket. Und wie gesagt, schaut auch gerne bei ihr vorbei und lasst uns doch gerne ein Abo da, ein nettes Kommentar und ein Like. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!